Öffentliche Ämter und Funktionen hat Otto Habsburg in dieser Republik nie ausgeübt und dennoch rüstet sie sich seit Tagen dafür, ihm einen besonders würdevollen Abschied zu bereiten. Beim Eintreffen seines Sarges heute in Mariazell waren zum Beispiel schon steirische Landespolitiker anwesend und für das Begräbnis am Samstag in Wien hat sogar der Bundespräsident seine Teilnahme angekündigt. Ganz zu schweigen von all den Monarchiefreunden, die seit Tagen auf ihre großen Auftritte warten. Eva-Maria Kaiser über Vorbereitungen für einen österreichischen Staatsakt, der offiziell gar keiner ist. Der letzte Weg als lange Reise. Mariazell am späten Nachmittag. Der Kaisersohn und seine Frau. Dritte Etappe zur letzten Ruhestätte. Ein Begräbnis als Inszenierung längst vergangener Bedeutung. Ein historisches Theaterstück. In der Botschaft der Republik Malta. Das Komitee zur Begräbnisvorbereitung. Die Detailplanung lag schon lange abrufbereit in der Schublade. Seit einer Woche täglich um 13 Uhr Lagebesprechung. Neueste Entwicklung, der Kaisersohn wird mit allen militärischen Ehren begraben, auf Wunsch des Bundespräsidenten. Es ist sozusagen eine militärische Reverenz der Republik Österreich vor dem Verstorbenen. Offiziell kein Staatsbegräbnis, de facto aber schon. Das Protokoll ist ähnlich wie bei Spitzenpolitikern der Republik. Eine letzte Geste für einen lange geschmähten Repräsentanten des alten Österreich. Es freut uns natürlich, dass der Herr Bundespräsident persönlich auch schon gestern seine Teilnahme zugesagt hat und sich auch ständig informiert und interessiert, wie der Verlauf sein wird. Und wir merken daran, dass er auch dabei sein will. Und das ist auch ein Zeichen für uns. Und die Bundesminister sagen langsam auch zu. Und deswegen ist das für uns wirklich sehr erfreulich. Und es freut mich auch für den Verstorbenen, dass wir das noch so erleben können, welche Wertschätzung er auch in der Republik bis zum heutigen Tag und natürlich besonders jetzt genießt. Auch Deutschland erweist seine Reverenz. Das Requiem Montagvormittag in München. Otto Habsburg war für die CSU 20 Jahre lang im EU-Parlament. Als Europapolitiker hat der verhinderte Thronfolger eine späte Rolle gefunden, die ihn doch noch zur historischen Persönlichkeit werden ließ, mit der auch die Nachfolgestaaten der Monarchie kein Problem haben. Nein, dazu ist das Verhältnis seit den 70er Jahren so normal und so selbstverständlich geworden. Und das sieht man ja auch in einzelnen Nachfolgestaaten. Ich meine, dass Otto die ungarische Staatsbürgerschaft nach 89 bekommen hat, die kroatische Staatsbürgerschaft und das Verhältnis der Ungarn zu Habsburg war ja immer sehr problematisch und ist nicht so zu sehen, wie das der österreichische Kitschfilm der 50er und 60er Jahre dargestellt hat. Bei allem Sissi-Kult zeigt, dass hier allenthalben Normalität eingekehrt ist. Geschichte lebt. Kriegsspiele vor dem Heeresgeschichtlichen Museum Wien vergangenes Wochenende. Uniformierte der K&K-Monarchie sind auch beim Begräbnis im Einsatz. Nicht als Privatpersonen, als Teil des österreichischen Bundesheeres. Bereich Traditionspflege erfüllen sie einen offiziellen Auftrag. Ich bin der stellvertretende Kommandant von der Reitenden Artilleriedivision 2 und im Wesentlichen befehle ich die Ausrückungen. Und was sind Sie im wirklichen Leben? Im wirklichen Leben war ich Regierungsrat bei der Gemeinde Wien. Ich bin bei der Reitenden Artilleriedivision Nummer 2, begleite ich den Adjutanten als Hauptmann im Traditionsrang. Und was sind Sie im wirklichen Leben? Ich bin vom Beruf Berufsunteroffizier, Vizeleutnant in der Heereslogistikschule. Geschütz, abrotzen! Historische Verpflichtung oder Kitsch? Für Otto Habsburg war wohl auch Nostalgie dabei. Er hat selbst die Gründung der Artilleriedivision Nummer 2 angeregt. Geladen, Feuer bereit! Wer ist jetzt Ihr Oberbefehlshaber? Unser in richtiger Form wäre es seine kaiserliche Hoheit. Im Sinne der, und ansonsten natürlich die Hoheit, also unser Herr Bundesminister für Landesverteidigung hat, weil wir doch unterstellt sind dem Kommando der Armee.
Für die Tourismusstadt Wien ist das prominente Begräbnis ein willkommenes Ereignis, auch wenn das so niemand sagen will. Zwischen der Roten Stadt und der Familie Habsburg gibt es umfangreiche Zusammenarbeit. Baustellenräumung, Videowände, gemeinsames Pressezentrum. Über die Kosten hüllt man sich in Schweigen. Es treffen Profis auf Profis und das macht die Zusammenarbeit ausgesprochen einfach, effizient und ja, man muss froh sein, mit solchen Profis arbeiten zu können. Begehung in der Kapuzinergruft. Das Begräbnis übernimmt die Bestattung Wien. Auch hier herrscht über die Kosten Schweigen. Geplant sind alle althergebrachten Zeremonien. Es ist wohl das letzte Begräbnis dieser Art. Die Gruft ist praktisch voll. Man sagt immer, es ist das Ende einer Ära. Wir haben es neulich auch besprochen. Und ich glaube, die Ära geht weiter und es ist vielleicht eine neue Ära. Aber die Kapuzinergruft hat jetzt wirklich 4 Jahrhunderte lang die Familie hier aufgenommen. Und ich könnte mir nicht vorstellen, dass es damit einfach endgültig ist und aus ist. Otto und seine Frau erhalten Ehrenplätze. Mit ihm ist der Übervater der Familie gestorben. Die Familie wird sicherlich noch stärker, als sie bis jetzt schon auseinandergewandert ist, auseinanderwandern. Das ist völlig vollkommen klar. Das Hausgesetz in dieser Form existiert praktisch nicht mehr. Die Stellung, die Otto aufgrund seines Status als ehemaliger Kronprinz gehabt hat und war traditionell geprägt, aber das hat sich in den Generationen, die seitdem ins Leben gestiegen sind, also völlig aufgelöst und aufgeweicht und es ist also sehr fließend geworden, was letztlich quasi auch einen Weg in die Normalität für diese Familie ist. Auch hier rüstet man zum Begräbnis. Die katholisch-österreichische Landsmannschaft, eine Studentenverbindung farbenfroh und Habsburg-treu. Die Ausrufung der Republik Österreich hält man für illegal, weil ohne Volksbefragung stattgefunden. Doch wer ist schon Legitimist in Rheinkultur? Es nennt sich Vollwigs. Das ist eine alte studentische Tracht, wenn man so sagen kann, von Verbindungen. Und da haben wir zum Beispiel das sogenannte Serevil. Das ist die Kopfbedeckung. Unten rum dann um die Füße wird so eine Art Stiefelaufsatz getragen. Das sind die sogenannten Kanonen. Auch bei den monarchistischen Studenten hat Modernität Einzug gehalten. Eine weibliche Schwesternverbindung huldigt dem Kaisersohn. Die Monarchie in ihrer Urform ist für viele nur schwer vorstellbar. Die Regentschaft Habsburg ist für mich eine historische Tatsache. Ich fühle mich mit ihnen als Österreicher nach wie vor verbunden, anerkenne allerdings die gegenwärtige Herrschafts- und Staatsform in vollem Umfang. Es ist einfach eine Studentenverbindung, wie sie jeder andere auch ist, nur haben wir halt eben einen besonderen Bezug, würde ich sagen, zu den Habsburgern. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie im Europaparlament sitzen, dort einige Entscheidungen mittreffen, weil ich mir denke, das ist sicher eine gute Idee, Habsburg und Europa. Und ja, also eventuell einen Bundespräsidenten, einen habsburgerischen, kann ich auch nicht ausschließen, wäre auch eine Option für mich. Feuer frei! Salutschüsse der K&K-Artillerie. Am Samstag am Heldenplatz auch für den toten Kaisersohn. Es war eine Zeit, wo Österreich was dargestellt hat. Das muss man schon sagen. Nicht? Es war nicht alles schlecht, was in der Monarchie passiert ist. Es ist viel daneben gegangen, aber viel daneben geht heutzutage auch noch. Otto von Habsburg, ein großer Europäer, es bedeutet uns schon sehr viel. Ein erstaunliches Spektakel am Montag in München. Die Spitzen der bayerischen Landespolitik singen die alte Kaiserhymne. Nostalgie greift um sich. Ich sehe darin sicherlich einmal die Freude am Schauen, an etwas sehen, was nicht Alltägliches ist. Man darf nicht übersehen, dass der Verstorbene sicherlich der Letzte ist, der aktiv am Begräbnis von Kaiser Franz Josef teilgehabt hat. Also hier geht schon quasi eine Generation öffentlich zu Ende, erlischt damit. Für die seine Generation ihm gestanden ist, wie ganz jung in der Monarchie und dann dieses lange 20. Jahrhundert mit seinen vielfachen Fragmentierungen.
Und das ist so wohl auch ein Abschiednehmen von einer Generation, die mit ihm zweifellos den letzten Sprecher verloren hat. Ein Hauch von Geschichte weht durch die Republik. Klänge einer vergangenen Zeit, die auch in Wien ertönen werden. So staatstragend vermutlich zum allerletzten Mal.